Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmoninger, Kirchheimer, Kaier und Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Der erste Tag in der Fastenzeit. Ich hoffe, ihr habt noch alle eure Vorsätze einhalten können oder habt schon wieder welche über Bord geschmissen. Bei mir ist schon so, dass ich einen über Bord geschmissen habe, der war absolut untauglich. Aber jetzt schauen wir auf dieses Bild, das allen von euch bekannt ist, vom Christbaumloben. Da hat unser Kameramann nicht gespannt, dass es schief gehangen hat, aber diesmal haben wir es schön ausgerichtet. Dieses Bild zeigt den barmherzigen Vater. Der Sohn kehrt zurück, der Vater ist aus dem Haus rausgegangen und eilt ihm entgegen, was ganz nett ist, hier sogar Strumpfsockern, weil er so überrascht ist und so sich freut. Aber dieser Geschichte geht ja eine andere Geschichte voraus, nämlich dieser Sohn, er will gar nicht, er will von seinem Vater fort. Er will in die Fremde, er will auch sein Erbteil, was eigentlich etwas Unverschämtes ist, dass ein Sohn sagt, solange der Vater noch lebt, gib mir eigentlich mein Erbteil. Und dann haut er von zu Hause ab und verprasst das Geld. Er geht in die totale Fremde. Und dann kommt er dahin, wohin kein Jude kommen wollte zur Zeit Jesu, nämlich zum Schweinehüten. Schweine waren ein unreines Tier. Bis heute essen Moslems und Juden kein Schweinefleisch. Das ist für sie unreines Fleisch. Und genau diese Tiere muss er hüten. Dem muss schon saudreckig gegangen sein, erzählt uns in diesem Gleichnis Jesu, dass er es so weit kommen lässt. Und er hätte am liebsten das gegessen, was die Schweine fressen. Und da kommt er zur Besinnung und da macht er sich Gedanken, um wieder zurückzugehen. Er sagt, er bekennt erst da, er gesteht sich erst da ein, dass er gesündigt hat, gegen Gott und gegen seinen Vater. Und so kehrt er reumütig zurück in diesem Bild, der Sohn in Bettlerkleidung, er kehrt zurück. Aber er wird erwartet von seinem Vater. Dieses Bild werden wir uns in der Fastenzeit noch ein, zweimal anschauen. Aber für heute lassen wir es dabei. Wir dürfen zurückkehren, immer in die Arme des Vaters. Er wartet, erwartet uns immer. Nehmen wir das mit für diesen Abend. Und jetzt beten wir, Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, Herr. Auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
heilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Und jetzt wünscht mir euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Pfiat euch Gott. Bis morgen dann.